Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und jetzt haben wir hier, habe ich mir gerade überlegt, eigentlich drei Katastrophenblocks gehabt. Erst die toten Fische in der Innenhalterung, dann euren Teich und dann euren Filter, der ging einigermaßen. Und jetzt habt ihr euch richtig geile Konishi Koi gekauft. Eigentlich wäre der Block schon 15 Minuten früher ausgestrahlt. Aber, und das ist manchmal, ist es der siebte Sinn. Wir setzen uns ins Auto, fahren los und wir haben das alles aufgeschrieben, die sechs Fische, ja. Und danach habt ihr euch noch für den einen Karashi entschieden, dann wurde der so querschräg auf dem Zettel drunter so vermerkt. Und ich habe heute Morgen schnell die sechs Fische gepackt und wirklich 30 Sekunden, bevor wir auf die Autobahn fahren, sagt Jan, haben wir alle fischig? Ja. Alter! Willst du mich um 7.30 Uhr beleidigen oder was? Ich gucke den Zettel an, die Ampel wird gerade grün. Sag Jan, umdrehen. Ich habe den Karashi vergessen. Dann hat er noch gemeint, ich verarsche ihn. Nein, umdrehen. Und dann sind wir umgedreht und so haben wir jetzt alle dabei. Auf welchen freut ihr euch am meisten? Goschki. Goschki. Und den großen Ochiba. Also Goschki, Ochiba, das sind zwei ja. Koi auch wieder aus Makotos letzter Ausselektionierung. Und gerade der Goschki war übrigens, heute Morgen hat Jan nach dem Packen gesagt, das Becken ist jetzt langweilig. Wenn man da reingeguckt hat, hat man immer nur einen Goschki angeschaut. Und das stimmt. Jetzt kannst du mal die Kamera auf die Hand nehmen. So. Das hier. So, hier haben wir den Karashi drin, hier haben wir den, füllen wir hier rein, den Ochiba. Da vorne hast du ja ein Ding zum Drehen, Zoom. Und du musst den Rückengurt immer, ach, und der Showa auch nicht zu vergessen. Mhm. Mit was fangen wir an hier oben? Eins, zwei oder auch drei, du musst dich entscheiden. Wer die Melodie kennt, weiß, dass er alt ist, aber ich glaube, das Karashi. Wird irgendwann. Ja. Karashi? Ja. Very, very nice. So. Zwei Jahre, 72 cm, Potenzial auf 100 plus. Ihr freut euch sehr leise. Die stumme Zustimmung. Der Ochiba, was jetzt kommt, ist auch ein Gigant. Das Potenzial auf über 90, ganz ruhig aus. Gigantische Qualität. Und Ochiba, den Makoto schon mal bis zum Dreijährigen großzieht, der muss wirklich was können. Und dann noch ein Showa, von dem ich nie geglaubt hätte im Herbst, dass Makoto denn dann im Frühjahr ausselektiert. Boah, Alter, das war jetzt aber abgekommen. Fällt mir nicht. Direkt aus dem Schlauchkescher, das habe ich auch noch nicht gehabt. Boah. Du schmeckst lecker, Maus. Also hier. Dreijähriger Showa, 69. Ochiba, glaube auch 69, der 72. Und da sieht man, was Karashi-Blut ausmacht. Ein Jahr jünger, vom Körper der brutalste. Alles perfekt an dem Koi. Riesenkopf, Riesenkörper, super Körperlinie, war jetzt nur nicht im vollen Wachstum-Modus. Und besonders schön hier die
Fukurin, also die Haut, die schön dick aufquillt um die Schuppe und dann irgendwann noch größer wird und die sich farblich vom Rest abhebt. Das ist, wenn die groß sind, sind das damit die attraktivsten Karaschis. Warum Makoto den Showa aussortiert hat, keine Ahnung. Das ist eigentlich nach wie vor ein Top-Tategoi und auch ein Riesenkörper. Die Art von Showa, die dann irgendwann mal über 85 geht, und der Ochiba, der ist selbsterklärend. Riesenkörper. Und wahnsinnige Qualität. Mega. So. Das ist, das ist Weihnachten. Ja. Auf Japanisch. Shinto-Weihnacht. Shinto-Christmas. Der hier, das wird ein U-Boot. Aber pass bitte auf, dass die heute nicht rausspringen noch. Benni, kannst du mir kurz helfen, die runter zu heben? Also, du machst vor Ort einfach da, ja, nach hinten, dass die anderen dann rankommen. Gut, hier. Drüber. Ja. So. Gefallen sie dir auch, Nadine? Extrem. Nadine, aber das ist so ganz typisch nach so Unfällen. Als wir da WhatsApp geschrieben haben, hat Nadine gesagt, nachdem die ersten gestorben waren in der Quarantäne, nein, sie möchte jetzt erstmal nicht und so. Und die Männer sind da dann, ist aber eigentlich immer so, dass die Männer dann die sagen, komm, jetzt sind wir gestürzt, jetzt stehen wir wieder auf und laufen weiter. Aber Frauen haben da echt eine längere und härtere Verarbeitungszeit. Na klar. Das braucht kein Mensch. Koschke ist brutal. Ein Jimmy hat den Wert für um 80%, glaube ich, reduziert, gell? Mhm. Brutal. Das war einer der wertvollsten Goschki letzten Herbst bei Kunishi. Das ist die Art von Goschki, also einer der wertvollsten Goschki. Hier, dieses Shimi war nicht. Das kam jetzt dazu. Und das ist einfach, die Zeichnung ist perfekt, Körper ist mega geil. Und er kriegt dieses Ami, dieses Netzmuster oder dieses Indigo im Rot. Voll super. Mega. Das sieht man. Ein Pünktchen kann alles zerstören. Nicht alles, um Gottes Willen. Das ist nach wie vor ein sensationell guter Fisch. Aber das wäre ein Poi gewesen, wo potenziell für Ausstellungen in Japan interessant gewesen wären. Aber das geht halt in so einem Shimi nicht. Oh ja, und dann haben wir noch einen der Top 2-jährigen Ochiba. Und dann aber noch zwei Showa, Genrin und Normal. Und wie jeder Koi bei Konishi haben wir auch die zwei eine Story. Die sind beides Zweijährige, in Relation kleiner als die anderen. Warum sind sie kleiner? Weil das sind die Konishi Joji, unser 70-jähriger Präsident. Der kümmert sich ja um die Koi im Shop unten, immer im Sommer. Und dann holt er sich immer ein paar Tategoi. Häufig auch erstmal aus der zweiten Reihe, wo er einfach seinem jungen Nachwuchs zeigen will, wie das mit Koi wirklich funktioniert. Und dann zieht er die groß. Und das sind immer qualitativ Top-Koi. Auch vom Körper Super-Koi. Also Körperform ist bei beiden gigantisch. Und hier auch die Zeichnung. Oberwahnsinn. Das also aus Konishis privater Schmuckschatulle. Das ist ein Ochiba. Jetzt 59,60 hat. Der jetzt quasi ganz am Schluss, als ein paar Zweijährige den Platz im Naturteich bekommen haben,
wurde der quasi dann auf die Reise geschickt. Zeichnungstechnisch. Körper ist gigantisch, Farbqualität ist gigantisch. Also das hier ist schon eine Wanne. Wenn Sie mal im Herbst in Japan sind und zu irgendeinem Züchter gehen und sich so eine Wanne zusammenstellen lassen, mit den Altersklassen der Qualität der Zeichnung, dann wollen Sie wahrscheinlich, wenn Sie den Preis gehört haben, danach heimreisen. Weil das ist schon vom allerfeinsten. Und die drei davor natürlich auch. Aber mir liegt jetzt viel dran, dass wir die Anlage optimieren. Weil die Entwicklung von Koi steht immer im Zusammenhang mit der Umwelt. Ich habe es in letzter Zeit öfters mal. Wir haben Koi, wir haben die Umwelt und wir haben das Futter. Respektive wir haben Koi, wir haben das Futter und wir haben die Umwelt, weil die Umwelt sehr stark vom Futter mit abhängt. Ja? Aber auch das ganze Management, unter anderem auch, was haben die für eine Strömung, was müssen die Koi schwimmen, wie schnell wird der Schmutz, und nicht nur der Schmutz, aus Ammonium zum Teich abtransportiert mit allem drum und dran. Und auch da gilt, ja, dass sich das immer von oben nach unten der Teich absenkt. So. Und wenn wir Spitzenkoi haben, Megakoi, aber von den drei Säulen entweder die Genetik scheiße ist, das Futter oder die Umwelt, dann wird das nichts. Dann könnt ihr euch die geilsten Koi auf der Welt kaufen, das wird nichts. Das glaubt ihr, wie oft in Japan gehört habt, nicht unbedingt bei Konishi, das hört man von allen möglichen Züchtern, irgendwelche Kunden, die sich Spitzen-Tiere gekauft haben, ja, und sich dann ständig bei den Züchtern beschwert haben, das war alles Schrott und das wird nichts. Wenn man nachher geguckt hat, dann werden die Fische gehalten, es ist unterirdisch und dann wird das auch nichts. Ja. Ja, das ist uns auch ein großes Anliegen, ne? Das glaube ich, dass euch das ein großes Anliegen ist. Weil wie man sieht, seid ihr schon auf dem Weg, Koi verrückt zu werden. Und jetzt ist schon passiert. Und jetzt schmeißen wir noch einmal von euren Anfängen die ein oder andere Säule um. Ja. Bauen die vernünftig auf und dann könnt ihr mit so Fischen einen Riesenspaß haben. Und passt bitte heute auf, dass keiner rausspringt. Ich riech sowas. Ja, ohne Witz. Jetzt freue ich mich auf den Kaffee. Ich habe nämlich heute noch keinen Kaffee gehabt. Doch, einen in der Firma schnell. Aber mein Ritualskaffee morgens hat gefehlt. Also weil ich tatsächlich gestern... Bei uns ist nie einer rausgekauft, da verdient euch nicht, ne? Gott sei Dank. Einmal, doch, wenn wir es alle zusammengezogen haben. Mit dem Netz, aber gut, da hat er halt Stress gehabt, ne? Also haben wir mit dem Schleppnetz alle in der Ecke. Ah ja, okay. Weil einer was gehabt hat und da ist der Kleine. Also einmal raus, aber so. Und ganz wichtig, ich habe euch vorher gesagt, der Teich muss belüftet werden. Der muss nicht heute und nicht morgen und nicht in zwei Tagen belüftet werden. Wenn wir jetzt eine Belüftung reinhängen, kannst du direkt, wenn du die Belüftung hier hin machst, ja, kannst du hier und hier kannst du Wannen hinstellen mit Wasser drin, weil in einer der Wannen wird dann mindestens einer von den neuen liegen. Das ist der Klassiker. Ja. Für alle, die noch nicht so lange zuschauen, Fische zusetzen, was an der Belüftung oder Strömung oder sonst an der Umwelt zu ändern, ist der absolute Albtraum. Don't do that. Ja. Kriege ich jetzt einen Kaffee? Gerne. Nee, schwarz bitte. Ciao und euch vielen, vielen Dank.